Geologen sind verrückt nach Steinen und sehen die Welt mit den Gesteinen im Hintergrund die ganze Zeit. Das ist so die Kulisse, in der wir rumlaufen. Das ist Detektivarbeit, weil man hat ein Rätsel. Wir versuchen rauszukriegen, wie die Erde früher aussah. Wir wollen wissen, was ist das denn? Wieso sieht es hier so aus? Wo geht diese Steinschicht hin? Ist es lohnenswert, da was abzubauen? Können wir ein Haus da bauen? Wollen wir da Wasser suchen? Ich muss gestehen, die Geologie war mir in die Wiege fast gelegt. Mein Vater war Bergbauingenieur und er hat mich, ich war drei, als ich erst mal in einer Mine war. Und ich fand das total spannend. Ich hatte eine Steinsammlung und mein Vater hat mit mir viele Steine angeguckt, viele Mineralien gesammelt und so. Also um Geologe oder Geologin zu werden, muss man schon die Natur lieben. Man muss gern draußen sein in der Natur. Man muss Naturwissenschaften auch mögen. Also Chemie, Physik, Biologie muss man schon mögen. Und man muss auch gern reisen, gern andere Kulturen, andere Leute kennenlernen. Weil das ist ein Beruf, bei dem man viel reist. Man kann an Land Dinge untersuchen, man kann unter Land, also in einem Bergbau, Dinge untersuchen. Ich persönlich bin Meeresgeologe, das heißt, ich muss auf ein Schiff raus aufs Meer, um den Meeresboden zu untersuchen. Solche Schiffsfahrten sind 30, 40 Tage lang. Man muss an Bord auch mit einer kleinen Gruppe von Leuten recht gut zurechtkommen. Aber dann ist es total spannend. Man sieht Teile der Welt, die niemand zuvor gesehen hat. Also wir machen wirklich Entdeckungen jeden Tag auf dem Schiff. Es gibt in Deutschland mehrere Geotopen, heißen sie. Geologische Wanderwege, die werden dann von Landesämtern oder so betreut. Da kann man hingehen und ein Praktikum machen als Schüler oder Schülerin. Es gibt auch die Möglichkeit, in sogenannten Ingenieurbüros auch solche Praktika zu machen. Das sind die Leute, die zum Beispiel die Grundwasserqualität überwachen oder meinetwegen Bauuntersuchungen machen. Also bevor man ein Haus baut, muss man wissen, auf was man baut. Eine Lupe. Man kann, wenn man einen Stein in der Hand hat, will man gucken, woraus er besteht. Das ist unerlässlich. Ich habe auch einen Lieblingsstein von mir dabei. Das kommt aus Zypern. Das ist ein Epidosit. Den finde ich ganz einfach schön. Ein Mobiltelefon. Nicht, weil ich telefonieren will im Gelände, sondern weil damit kann man GPS-Koordinaten rauskriegen. Dann weiß ich, wo ich bin. Und ein Geologe oder Geologin muss immer wissen, wo er oder sie im Gelände ist, weil da macht man dann seine Beobachtung und sagt, dieses Gestein habe ich hier gefunden. Das muss man wissen. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, thumbs up, subscribe the channel. Und wenn ihr mich in Action sehen wollt, dann klickt hier.